Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin der Onkel Poppy. Es geht weiter mit dem Project Ozone 3, Minecraft Popzone. Es gab ja 2 Tage jetzt leider Gottes kein Video. Lag daran, dass es mir tatsächlich ein bisschen blöd ging. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich nehme mal kein Minecraft-Video auf. Denn es war für mich nicht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber wir haben in den im letzten Video, soweit ich das weiß, uns eigentlich am Questbuch hier weiter zu schaffen gemacht, an der Uniform. Und wir sind jetzt hier kleben geblieben bei Abyssal Nite. So, das müssen wir irgendwie kriegen. Und da habe ich mir ein Digital Miner ja gebaut. Und da haben wir das ja nicht gefunden, wo das hingehört. So, jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und bei dem Recherchierten bin ich dahinter gekommen, dass es darum geht, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo war das gewesen, dass wir in eine weitere Welt gehen müssen. Und diese weitere Welt, warte, jetzt müssen wir erstmal suchen hier. Oh, wo ist denn diese Welt? Kappa. Nein, auch nicht. Landa? Da, genau. Und zwar müssen wir zu Landia, glaube ich, bin ich der Meinung. Wir müssen nach Landia in diese Welt. Landia können wir relativ chillig bauen. Wir brauchen Landium Ingot, wir brauchen eine Enderpearl, eine Diamond und eine Emerald Pearl sozusagen. Und dementsprechend müssen wir das Ganze einmal bautzen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das so ohne weiteres machen können. Einmal dir, bitte. Einmal dir, danke. Schmart. So, und dann haben wir hier nämlich einmal Landia Portal Marker. So, dieses Landia Portal. Hui. Das würde ich, glaube ich, tatsächlich hier auch einmal bauen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie muss man das machen. A dimension of only 2 biomes. And in these biomes, it is always raining. Ach du Scheiße. Boah, mein Regenschirm. If you remove the biome tweaker script. Ach so, okay. Das heißt, wenn man das Script wegmacht, dann regnet es aus. Okay. Place the portal at least tier block, tier 2 blocks above the ground in the order to see the portal's beam. You must kill and undies near the portal to open the portal. You must kill an undead near the portal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Zombie. Ohne den Zombie kommen wir gar nicht weiter. To open the portal. Jetzt ist die große Frage. Setzen wir das hier hin? Wie machen wir denn das? Hallo Zombie, gibt's hier einen Zombie-Schmombi? Jetzt, wo du natürlich mal einen brauchst, ist keiner da, ne? Verdammt. Können wir uns nicht einen Zombie bauen? Oder, warte mal, wenn ich dem jetzt das Schwert nehme und sage, ey, hör mal, können wir einen Zombie mitnehmen? Haben wir nicht so einen. Oh. Doch, warte, ha, haben wir. Haben wir. Das heißt, ich habe doch hier einen Soul. So. Haben wir hier einen Schalker, Enderman? Zombie. Wir haben sogar einen Zombie da drin. Oh, lol. Jetzt muss ich das nur mal ausprobieren. Geht das einfach so? Ist es heller geworden? Aber ich brauche ein Portal dafür, ne? Oh Mann. So, okay, pass auf. Ich war eben nochmal spicken gewesen, habe mich nochmal etwas vorbereitet. So muss man das ja auch sagen, ne? Und zwar ist das folgendermaßen. Es war schon nicht verkehrt, aber wir brauchen. Warte mal. Ich baue das mal. Ha. warte mal. Wir machen das. Wie viel haben wir denn hier? Wir haben ja immer 3, ne? Das heißt da, 1, 2. So, dann kommt das Ding da rein. So, pass auf, wir machen das nämlich mal so. Du brauchst tatsächlich 3 Blöcke. Der 4. Block ist das Portal oder Portal Maker. Dann brauchen wir
keine Fackel. Wir brauchen tatsächlich nochmal Zombie. No Zombie. So, und den müssen wir tatsächlich einmal hier spawnen lassen und dann gleich einmal töten. Und schon ist das Portal aktiv. Das ist nämlich das Coole dabei. Man muss es nur wissen. Also, ich glaube, natürlich steht, glaube ich, auch in der Beschreibung, ne? War das nicht so? Dimension of so. Place the portal at least 2 blocks above. Okay, zwei Blöcke über dem Boden in order to see the portal's beam. Okay, das ist der Beam. Das heißt, 2 Blöcke hätten auch gereicht, ne? Komm mal her, das machen wir einfach mal. Wir haben ja noch genug. 1, 2, da. So, 2 Blöcke. Und dann kommt darauf dieses Ding. Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal anders. Dann kommen wir, wir haben ja noch ein paar Zombies. So ist das ja nicht. Und wir können uns zur Not auch ein paar Zombies nur einfangen. So, dann haben wir jetzt dieses Ding. Sehr cool, weil ich finde das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Warte mal, dem Schwert können wir wieder reinpacken. Danke. So, und dann gehen wir einfach mal nach Landia. Ab nach Landia. Bam. Einfach in diesen Strahl reingehen. Und mit diesem Strahl wirst du dann bestrahlt. Ich habe eine Hose. Wow! Können wir hier fliegen? Ja, wir können hier fliegen. Wie cool. So, pass auf. Dann können wir nämlich sagen, ist das hier einfach schlichtweg schwarz? Krass. So, warte mal. Ach, halt. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Olivenöl. Au! Was war das? Ach, da wirst du gleich beschossen hier. Ihr seid doch beschissen. Lord, Gaylord höchstens hier. Komm mal her, du Lappen. So, pass auf. Wir machen uns das jetzt einfach erstmal gemütlich hier. Ich muss nur das Portal, glaube ich, sinnvollerweise einfach mal ein bisschen besser verpacken. Nicht, dass hier irgend so ein Freak mal ankommt und dann sagt, ey, ich zerstöre mal dein Portal, so, ne? Ey. Wäre doof. Wäre tatsächlich doof. Ripbone, Landium Ingot, Alter. Okay. Ich möchte mal ein bisschen spicken gehen, was das so mit dieser Welt auf sich hat. Aber warte, wir machen erst nochmal. Das war das. Nee. Warte. Wie war's denn? J. So, pass auf. Dann machen wir hier mal einen New Waypoint und schreiben hier Portal. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich würde gerne einfach mal schauen, wie sieht das denn hier? Ah. Ja, no, guck mal. Ey, wir haben hier eine Sea-Lantern. Och. Hey, lass mir Ruhe. Prismarine Crystals. Schade, ich hätte die, glaube ich, gerne mal so abgebaut. Egal. Vielleicht sollten wir oder sollte ich zusehen, dass ich... Alter, ein Monument. Ja, geil. Ich glaube, ich nehme mir dafür für diese Seelaterne einfach nochmal eine Pickaxe mit Dingens, ne? Warte, die haben wir doch hier. Picke-Achse. Wo haben wir sie hier? Sieg-Touch. Da haben wir sie. Sieg-Touch. Runed Marble. Marble Pillar. Der Pillar. Da ist ein Schwein. Und ein Kristall? Lol, Floating Crystal. Brauchen wir den mal irgendwann? Wir sind Schweine. Leute, hier sind Schweine. Habe ich nicht schon... Pick Seed. Okay, denn das habe ich auf jeden Fall schon. Okay, dann können wir uns das eigentlich schenken, ne? Nein, wir... Ah, warte mal. Ja! Ja! Ich weiß schon, was wir brauchen. Wir brauchen Fleisch. Weil mit diesem Fleisch, mit dem Porkshop, da können wir nämlich uns erst diese Dinger craften, dieses Seed. Ja, sehr nice. Sehr nice. Den habe ich doch voll und ganz vergessen. So, pass auf.
Hier kann ich den nicht abbauen? Au! Ohne Witz, den kann ich echt nicht abbauen? Okay. Da muss ich nochmal dem auf dem Grunde gehen. Warum, wieso, weshalb? Was da so schief ist. Aber, das wäre nochmal interessant zu wissen. So, was haben wir hier? Constellation Paper von Astral Sorcery. Lol. Okay. Das heißt, das packen wir hier erstmal alles ganz artig in unser Inventar. Okay, das heißt, wir haben wieder ein neues. Wie hieß das? Talo? Talo. Quark. Was macht das? Weiß das einer? Eine Kerze. Eine ganz einfache Kerze. Ist das Wachs oder was? Sieht ganz anders aus, ne? Sterling Generators. Irgendwas Brennbares auf jeden Fall. Macht eine Kerze. Okay. Das scheint Wachs zu sein. Einfach nur ganz banales Wachs. Okay. Nix schlägt. Gut. Passt. Wackelt und hat Luft. Ha, hier ist Licht. So, pass auf. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter durch die Welt und gucken. Oh, hier ist eine dunkle Welt. Eine blaue Welt. Was ist das für ein Baum? Oak Leaves. Harvester, Minikraft. Okay. Ist auf jeden Fall für mich erstmal eine neue, komplett neue Erfahrung, hier in diesem kleinen süßen Örtchen rumzueiern. Aber hier ist wieder ein Pilzbiom, ne? So sieht's aus. Einfach nur Pilz. Und das Blaue, was ist das? Einfach nur Gras, nur in Blau. Okay. Alles klar, ey. Alles klar. Ist halt die Frage, was gibt's hier noch so Schickes, außer Erze entsprechend? Nichts weiter. Hier so Tempel, Monumente und was auch immer. Ist halt die Frage, ne? Ist das wirklich so ein Tempel vielleicht? Ach, ein Creeper. Hallo. Hättet ihr bestimmt auf mich gewartet. Geht das vielleicht noch tiefer runter? Ne, sieht nicht so danach aus. Ne, okay, alles klar. Ich dachte, das wäre vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter. Interessant wäre es auch, was es mit diesen Kristallen auf sich hat. Das muss ich noch mal nachlesen. Okay, pass auf. Dann würde ich tatsächlich anfangen und dieses Gerät namens Digital Miner einfach mal in dieser Welt aufstellen. In der Hoffnung, dass er mein heiß begehrtes Material findet. Und mir irgendwas ausbuddelt. Das wäre natürlich schon nicht ganz uncool, ne? Pass mal auf, wir klatschen das Ding mal in. Aber ohne dich, ja? Bitte, danke. So, komm mal her. Bau dich mal auf, Macker. Und dann mal gucken, was er sagt. 16, oh. Was du meinst, 16? Dann mein doch mal ab. Okay, das ist, kann man das auch anzeigen? Silk Touch, Reset, Auto Pull, Auto Eject. Au! Spinnst du? Ey, ich glaube, es hackt. Hab ich dann nicht die Ohren. Gibt's da auch Pflanzen von? Nee, ne? Gibt's nicht. Musst du wirklich die Ohren... Doch! Lol, wir können ein Seed machen. Joho, da brauchen wir nur 4 Stück von. Sehr cool, dann haben wir ja eigentlich schon alle. Ja, los, die letzten paar Dinger nehmen wir auch noch mit. Das machen wir jetzt einfach. Ja, wie cool ist das denn? Also eigentlich war ich der Meinung, man könnte auch sich... Ah, wieso? Visuals... Visuals? Achso. Ich war der Meinung, man könnte sich anzeigen lassen. Hey! Wo der gerade buddelt.
Aber ich glaube, der ist wahrscheinlich nicht mehr implementiert. Okay. Das heißt, du kommst mit. Und dann können wir. Er hat schon wieder eingesteckt. Okay. Das heißt, wir können dann nach Hause. Schon mal sehr cool. Und dann können wir uns die Dinger nämlich schmelzen und auch daraus Seeds craften. Sehr cool. Und mit diesen Seeds haben wir dann den Vorteil, dass wir quasi unendlich von diesem Abyssalnit haben. Das finde ich schon mal nicht ganz wirklich uncool. Doch, so machen wir das. Das heißt, erstmal machen wir das klein in unserer heiß geliebten Sackmehl. Und mit dieser Sackmehl haben wir dann die Möglichkeit, oder Melting, was kriegen wir denn da? Einen kriegen wir noch raus. Okay, das heißt, wenn wir jetzt Crusher, geht das auch mit einer Segment Panty Machine, Melt Oven, Melter, Pulverizer, Alloy Schmelter, Crusher. Können wir das gar nicht mit einer Segment klein machen? LOL. Das heißt, wir brauchen echt echten Crusher, ne? Habe ich hier einen Crusher irgendwo schon versteckt? Das weiß ich gar nicht. Hallo? Hallo, Crusher? Crusher, Asher. Habe ich keinen Crusher? Ich war meiner Meinung, ich hätte schon einen Crusher. Ein Crusher. Habe ich noch keinen Crusher? Nö. Offensichtlich wohl nicht. Ist halt die Frage, geht das auch damit? Nee, nimmt da gar nicht erst an. Okay, schade auch. Schade, Schokolade. Okay, dann würde ich sagen, wir machen. Was mit dem Kompressor? Es gibt wirklich keinen Crusher, ne? Verdammt. Aber ein Pulverizer. Ha, guck! Pulverizer haben wir. Den können wir missbrauchen, weil da kriegen wir garantiert zwei von diesen Dingern raus. Sehr cool. Mit dem Pulverizer geht das. Leute, der Pulverizer macht es. Große Rennen. So, pass auf. Dann nehmen wir davon schon mal was mit und brennen das einfach mal. Zack. Dann schmelzt das mal durch. Und dann können wir nämlich hier schön Abyssalnite. Da haben wir Abyssalnite Ingot. Okay, nein. Okay, kein. Dann können wir Abyssal mit Doppel-S, ne? Genau, Abyssal. Dann haben wir hier irgendwo den Seed. Den machen wir einfach mal rein. Und dann können wir sagen, ach, Quatsch. Dich will ich doch gar nicht. Ich möchte dich hier einmal danke. Dachte, da wäre fertig, Tier 4. Tier 4 Crafting Seed. Danke. 3, 2, 1, meins. Zu langsam. Okay. So. Sehr cool. Dann können wir nämlich schön mit dem Seed, den werde ich jetzt nebenbei hochzüchten. Und dann haben wir zur nächsten Folge Abyssalnite Ingots sozusagen. Und dann können wir da auch schön mit der Rüstung weitermachen, dass wir die ausbauen können und somit dann auch quasi immer wieder weiter Richtung Draconic Evolution gehen. Sehr cool. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo und wir sehen uns, jetzt habe ich Screenshots gemacht, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Part, bis dann, tschüss. Tschüss.